Leute, und heute zeige ich euch mal ein War Thunder Video über ein Event, was es gab an dem Tag. Das war das Event, wo man mit entweder Amerikanern oder eben Japanern die Pearl Harbor Schlacht quasi nachgemacht hat, wo die Japaner die Amerikaner angegriffen haben zum ersten Mal. Und ja, ich habe hier die P-40 genommen von den Amis. Und ja, da hinten gehen auch schon die ersten Bomben runter, am Anfang vom Spiel direkt, von den japanischen Bombern. Ja, in dem Event gibt es ganz viele japanische Bomber und einige, ja, normale Piloten, also menschliche Piloten, die dann Jäger fliegen, aber meistens. So, dann geht's mal los, würde ich sagen. Hier links explodiert nochmal alles von den KI-Bombern. Ja, es ist eine Wiederholung, wie ihr seht, also weil ich das nicht direkt aufgenommen habe, warum auch immer, weil ich dumm bin. Nein, also das hat wirklich richtig Spaß gemacht und ja, es ist, ihr werdet das Ende sehen, das ist auf jeden Fall eine epische Schlacht. Wenn ich zwischendurch mal rumfliege und so weiter, werde ich wahrscheinlich dann rausschneiden oder einfach überspringen mit der Vorspulfunktion, das geht ja. Ja, ich bin jetzt gestartet hier und fliege jetzt da hinten. Wie man sehen kann, die ganzen Punkte da hinten. Eine riesige KI-Bomber-Formation an. Ich spule mal ein ganz bisschen vor. Hui. Und da kommen sie. Und zack, hier kommt der Anflug. Das sind D3A1-Bomber. Also solche ganz billigen Kackdinger. Und ja, ich versuche hier den ersten zu treffen. Tue es auch, aber... Es sind halt 50er Kaliber Waffen und glaube ich mich. Guckt euch das einfach an, diese epische Formation. Das ist einfach richtig geil. Auch einfach dieses Gefühl, mitten in so einer Schlacht zu sein, ist einfach richtig episch. Und jetzt muss ich umdrehen und die Bomber wieder einholen. Und schieße hier den KI da vorne ab, den ihr blinken seht, und er ist tot. Da links, rechts unten steht auch AI, also das ist die Computer, das sind die Computerspieler immer. Ja, das Match ist gewonnen, sobald alle feindlichen Jäger kaputt sind oder alle feindlichen Bomber kaputt sind, also KI-Bomber. Weil dann haben die Japsen halt keine Bomber mehr und können unsere Pearl Harbor nicht mehr angreifen. Und ja, man sieht das hier jetzt schlecht, aber da hinten ist ein gegnerischer Bomber. Den sieht man jetzt leider nicht so gut. Aber deswegen habe ich auch das Ziel gewechselt und habe hier gerade einen zerstört. Yeah. Dieser Nebel ist halt ein bisschen doof, aber das war im Spiel halt auch so, ne? Konnte man auch nichts machen gegen. Hier ist jetzt ein feindlicher Jägerpilot in einer A6M2. Also die Gegner hatten nur entweder A6M2 oder diese Bomber halt, die zwei, die sie haben. Wow, und das war knapp. Habe ich fast einen Teampiloten, Teammate gerammt. Der danach anscheinend sowieso jemanden anderes gerammt hat. Aber naja, was soll man machen? Es gibt halt bestimmte Spezialisten im Spiel. Ich finde es auch doof, dass jetzt, hört man das teilweise, dass einfach, ja, von meinem Flugzeug die Motorgeräusch aus ist. Aber naja, dann ist das so. Teilweise geht es halt aus. Und ja, meine Munition ist leider leer gewesen, kurz nach, bevor ich den A6 da hinten abschießen wollte. Und im Realismus ist es halt so, dass man dann landen muss und nachladen muss. Was ich hier auch mache. Und ich werde zwei oder ich glaube dreimal nachladen und landen. Deswegen, ja, ich spule das mal hier ein bisschen vor. Hui! Und hier habe ich fast nicht geschafft zu landen, aber dann doch, wie man sieht. Das dauert jetzt ein bisschen. Nachladen, 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 bla bla bla. Und da habt ihr gesehen, vorhin hat mich ein A6 angegriffen, aber genau da war ich repariert und deswegen konnte er mich nicht mehr angreifen, weil man hat ja so einen 5 Sekunden Respawn-Schutz. So, hier ist der feindliche A6, den ich jetzt angreife. Oder versuche zumindest ihn abzuschießen. Aber ich bin halt durch das Starten noch sehr langsam und kann da jetzt nicht mit ihm hochziehen. Deswegen muss ich da so ein bisschen aufpassen, aber ich hatte Glück, dass er mich da nicht getroffen hat. Und die P40 halt ziemlich
unwendig und so und richtig lahmarschig in einem Realismus-Spiel. Und zack, das war auch knapp. Deswegen, ich versuche nicht mit der A6 mitzudrehen, das hat nämlich gar keinen Sinn. Ich hau da lieber ab und versuche noch ein paar KI-Bomben abzuschießen. So zum Beispiel, auch wenn ich da gleich rausstall. Weil, wie gesagt, die P40 ist halt ziemlich langsam. Aber bei dem Event, das finde ich halt auch cool, da ist wieder die A6 im Vollen, dass man halt immer im Match direkt drin ist und immer im Kampf drin ist, ohne jetzt bei dem anderen normalen Realismus-Schlachten ist es ja auch immer so, man fliegt da so endlos rum und dies und das und muss dann 3 Stunden rumfliegen und hochsteigen, bis man dann endlich mal einen Gegner gefunden hat. Und hier war das halt so, man hat immer irgendwas zu tun gehabt. Jetzt zum Beispiel muss ich ja die A6 entkommen und greife auch gleichzeitig den Typen an, den ich einfach frontal auseinandergenommen habe. Das war diesmal ein richtiger Spieler in diesem D3-Bomber. Und die A6 ist anscheinend schon beschädigt, sonst hätte sie mich locker noch eingeholt und verfolgt. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Oder ist sie da? Nee, das ist nur eine Wolke. Da oben ist mein Kumpel mit seiner Catalina, der ist da rumgeflogen. So ein bisschen rumgetrollt. Vom Clan. Ich finde das voll nervig, dass das Motorgeräusch aus ist, aber naja, ist halt jetzt so. Und ja, diese Bemalung quasi, die ihr jetzt hier auch bei der P40 seht, ist halt meine Standardbemalung. Die habe ich bei all meinen Flugzeugen. Mit Ausnahme von den russischen, da habe ich irgendwelche komischen Frauen an. Und was er jetzt macht, ist extrem dumm, wie ihr seht. Kritisch getroffen und so weiter, weil er es rausgestallt hat, versucht da einen zu verfolgen. Und dabei habe ich halt seinen linken Flügel extrem beschädigt, deswegen wird er jetzt auch abstürzen. Und ich bekomme den Kill. Also am Ende vom Match, das will ich jetzt schon mal sagen, werde ich da mit 8 Kills rausgehen. Ja, das, also. Und ich werde jetzt nochmal landen, weil meine Munition schon wieder leer ist. Also zum zweiten Mal schon landen. Mit dem Landeanflug ist halt immer das gleiche, es passiert nichts, ich beschleunige das mal eben. Und hui, 360. Halt, stopp! Oder naja, das kann man auch vorspulen eigentlich noch. Ist ja nichts Besonderes gerade hier. Ich glaube, da ab dem Punkt war auch kaum ein Gegner unten. Und ich musste die ganze Zeit hochsteigen, deswegen spule ich das jetzt mal schnell vor. 8-fache Geschwindigkeit. Ich bin jetzt schon über den Wolken. Das hat extrem lange gedauert einfach. Die ganzen Gegner waren auf 5000 Meter oder so. Oh, mein Motorgeräusch ist wieder da. Ist ja toll. Ich verfolge hier gerade so eine D3 wieder. Und bin ich schon nah genug dran? Halt, stopp! So. Geht's weiter. Versucht die abzuschießen. Und bei der habe ich ungefähr meine Hälfte meiner Munition verbraucht und kaum getroffen, weil das halt auch so einem komisch flachen Winkel war. Und ich habe halt keine Leuchtspur drin gehabt, weil das einfach mehr Schaden macht. Und da ist sie einfach kaputt geberstet. Dann gehe ich auch direkt auf den nächsten. Der kommt frontal auf mich zu. Den habe ich nicht getroffen, das war voll dumm. Und da kommt der nächste. Ich versuche mich halt immer direkt hinter die zu setzen, weil das bei KI am leichtesten ist und die am besten zu treffen sind so. Und zack, da ist der. Keine Ahnung, was da kaputt war. Ja, der Pilot ist bewusstlos, steht da. Und dann kommt da auch direkt der nächste. Und zack, da ist er kaputt. Vielleicht, ich mache das vielleicht mal einfach so aus Spaß. Aus der Pilotenansicht. Hui. Hat man ja sonst nicht.
Was ist da? Es scheint wieder ein feindlicher Bomber zu sein. Oder keine Ahnung, was das war. Ja, es ist ein feindlicher Bomber. Ich versuche da jetzt nochmal näher dran zu kommen. Um halt, weil ich habe wenig Munition nur noch. Und dann versuche ich den perfekt zu treffen. Schön Bogen fliegen, damit man wirklich direkt hinter ihm ist. Aber ich glaube, den schaffe ich nicht. Oder habe ich noch Munition? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich noch. Ein bisschen. Und da habe ich ihn auch getroffen. Aber immer nur diese Flügelspitze. Ist halt sehr schwer, ohne Leuchtspur zu zielen. Und jetzt ist meine Munition leer. Das Runtersinken ist auch komplett uninteressant. Weil ich eh keine Munition mehr habe. Und ich spule aber vor. Hui! Und zickzack fliegen, damit man weniger Geschwindigkeit hat. Landen, natürlich 360. Ja, das Hochsteigen ist, glaube ich, auch wieder nur bla bla. Ist halt immer so eine Sache. Muss halt immer landen, um nachzuladen. Und ja, jetzt ist nur noch ein einziger Gegner übrig. Übrigens war das, bevor ich gelandet war, auch so. Und da seht ihr es, der A6 hat den abgeschossen. Und ich weiß, wo er ist. Ich habe es auf der Karte gesehen. Deswegen fliege ich jetzt zu dem hin. Oder suche ihn, besser gesagt. Aber da ist er. Da oben ist er, wie man sieht. Da oben, der ist im Steigflug. Wenn ich jetzt meine Motorgeräusche wieder hätte, wäre es natürlich auch toll. Ja, jetzt versucht er von hinten an mich ranzukommen, aber ich wende so ein bisschen, dass er mich schlechter treffen kann und mache hier so eine kleine Rolle gleich. So hat er kaum Chance gehabt, mich zu treffen. Er hat mich mal ein bisschen getroffen, aber das hat halt, wie ihr seht, kaum Schaden gemacht. Also ich kann noch perfekt fliegen mit dem Ding. So, dann versuche ich umzudrehen und ihn gleich zu treffen. Und zack! In Brand. Genial, oder? Das ist der letzte Gegner und ich bin der letzte aus meinem Team. Keine KI haben wir mehr, kein gar nichts. Ich bin der allerletzte. So, das Doofe ist, der Typ, er hört auf zu brennen, wie ihr seht. Ich habe einen roten Motor, der bald ausfallen wird und ich versuche ihn jetzt einfach nochmal anzugreifen. Im Head-on-Head. Genug Munition hat das Teil, ja. Und zack! Da ist er kaputt. Und wir haben das Spiel gewonnen. Episch, oder? Ja, das war die Schlacht. Mit einem epischen Ende. One versus one. Die P40 besiegt die A6M2. Auch interessant. Naja, der war nicht so gut, der Pilot, aber was soll man machen, ne? Der Bessere gewinnt und so weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jo, ich werde jetzt versuchen, ein paar mehr Videos zu machen, wo ich das kommentiere und vielleicht auch ein paar mit Live-Commentary. Also das war jetzt nachgesprochen auf einem Replay. Und dann mal gucken, wahrscheinlich dann auch mit ein paar anderen Leuten zusammen im Multiplayer und so weiter, mit in der Staffel und so. Ja, wie gesagt, das war's zu der Schlacht hier. Sieht man jetzt eigentlich noch das Ergebnis? Ich glaube nicht, ne? Jetzt kommt man wieder zurück in den Wiederholungsbildschirm, genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es macht euch Spaß und so weiter. Wir versuchen auch derzeit einen Account zu bekommen mit, ja, dem Dev-Server-Zugang, dass man, also so ein Presse-Account, dass wir dann quasi deutsche Videos machen können zu den ganz neuen Flugzeugen, die immer rauskommen und so. Mal gucken, ob das klappt und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, Leute, macht's gut und ciao!